Schon so gut wie da. Alles aufstehen. Nächste Station. Hoffentlich Aluminiumdrache. Wenn mich das wirklich nicht anlügt. Kein Aluminiumdrache. Es wird kühl. Es ist plötzlich kalt. Und bin einfach nur etwas erschöpft. Vielleicht habe ich mich nur noch nicht genug ausgeruht. Brauche ein bisschen Zeit, um mich danach. Für mich danach können wir uns in der Lektion fortfahren. Ich freue mich schon auf die nächsten Schritte. Du machst durch beeindruckende Fortschritte, wenn ich mich nicht auf. Mach's mir nicht zu schwer. Mhm. Etwas zu essen. Natürlich. Du hast darauf alles Appetit. Bis auf das eine verdorben lassen. Der Löwe steht dort oben. The lion sleeps tonight. And the giant teacher. The lion sleeps tonight. Ow! In the jungle. Joa, nichts mit Aludrache. Habe ich mich da vertan? -132. Und 134. Da sind wir. Hummingbird-Region Winter. Tja. Wir sind wohl nicht in der Hummingbird-Region. Hummingbird ist hier. Vielleicht einfach nur andersrum? Anbekleidung. So, hier sind wir ja noch gar nicht. Hier hoch.
Ist noch so viel zu kunden. Verstehe ich nicht. Hoffe ich, finden wir Aluminium noch hier oben. Das ist so laut wie hier oben. In dem Bereich so zwar selten, aber. Bau eine Schmiede. Bin die Partnerin des Holzbauarbeiters in Kefka Oxbury. Bin die Holzverbesserung noch nicht. Eine Schmiede. Gießerei, Sägewerk. Wo zählt das wohl mal wieder nach? Zu der Werft zu kehren. Genau, das können wir gleich tun. Aluminium, juhu. Ja, deine Quests, die kommen auch noch. Muss mal gucken. Wir verkauften Samen. Getreide bräuchte ich. Mehlsamen. Samen habe ich hier noch nicht gesehen. Reissamen und Flachsamen. Wo finden wir die Reissamen? Schlecht. Zwei Aluminium. Immerhin. Okay.
Räder, Mann. Wo kriegen wir Getreidesamen her? Getreide. Leinsamen, Maissamen, Kartoffelsamen, Reissamen, Teesamen, Zuckersamen, Sonnenblumenkerne, Knoblauchsamen, Weizensamen. Oh, Roxbury. Kann das sein? Das ist doch die Quest. Das trifft sehr perfekt. Da müssen wir eh hin. Noch mal aufs Büro. Oxbury, ja, das ist schlecht. Kann man nicht lang. Ich würde mal den wieder anfahren, vielleicht hat der auch Ideen. Wenn wir eine Schmiede bauen und so. Brauchen wir da nicht mehr. Was gefunden, Geschenk für die Sammlung. Und die Gebüste, da haben wir Büste, da haben wir schon zwei von. Können wir auch schon den Steinbrecher kaufen? Ich glaube aber nicht. Da braucht man zwei Seelenrosen für. Das heißt, wir werden noch einen verabschieden müssen. Aluminium, zwei haben wir schon. Vielleicht finden wir die durch Zufall. Und die anderen Häuser wollen dann auch aufgewertet werden. Es wäre schon gut, wenn wir irgendwie mal irgendwann mal den Aluminium-Drachen begegnen. Tja. Ja.
Nee, das ist ein Schuh. Ein Saibling. Eine leere Flasche. Du wirst geschoren. So. Und gießen. Wird doch natürlich wieder was wollen. Ja, genau. Was auch sonst. Tja. Wollte ich den Wegpunkt markieren. Oh, dieser Regen, hört er denn nie auf? Na doch, ist ja gleich. Wo war denn jetzt eigentlich unser Ziel? Jetzt haben wir hier eine Kiste angestört und Albert werft. Ich weiß halt nicht, ob Albert die Getreide hat er nicht, aber Schussvergrößerung. Die Schmiede wollen wir bauen. Die haben wir hier noch nicht. Vielleicht auch den Steinbrecher. Ich denke mal, Steinbrecher werden wir nicht schaffen. Kisten. Getreide.
Weizensamen brauchen wir. Das gibt es irgendwo da zu kaufen. Keiner, der hier Weizen verkauft. Gab es hier nicht auch irgendwo ein... Gab es da irgendwie so eine Insel, wo man... In Feldern hier vielleicht. Da waren wir doch durch eine Inselführung geführt. Hier müssen wir auch noch hin, weil das dieses Geisterding. Ist auch noch Teil der Quest. Ein Obstgarten. Ich glaube, es war mit dem Obstgarten, da hängt das zusammen. Nebelfahren brauchen wir da. Das sind diese kleinen Geisterchen. Wollstoff und Eichenbrett, da brauchen wir hierfür. Da brauchen wir 20 Seen und Feuerglut. Aber hier, das kann man hinkriegen. Wollstoff und Eichenbretter. Was? Ja, das Hermes Hunde, ich weiß auch nicht. Wie sehr uns das hilft. Kommen wir schneller voran. Eichenbrett und Wollstoff. Okay. Das bringt es noch nicht nach Oxbury. Wo ist... Oh nö, nein. Nicht. Das haben wir heute gesehen. Ich glaube, sie kam heute Morgen nicht aus ihrem Haus. Merkwürdig, normalerweise ist sie schon vor Sonnenaufgang wach. Und was scheint mit ihrem Haus nicht zu stimmen. Vielleicht könnte Albert, der Schiffsdorf, uns helfen. Ey, sag mal. Nein. Gut, dass wir hier sind. Oh, das Gesicht kenne ich nur zu gut. Es geht um mein Haus, das grüne und braune, oder? Du hast ein Problem damit, nicht wahr? Das konnte ich schon von weitem sehen. Hör zu, ich bin ein Meister meines Fachs. Ich und die Jungs, wir sind echte Profis. Wir meckern nur selten über Arbeit und Handwerker. Und dieses Haus, oh Mann, das ist mit Abstand die schlampigste Arbeit, die ich je gesehen habe. Also lass dir... Nähere sein Vertrauen nicht einfach jedem dahergelaufenen Amateur. Komm dir zu einem Profi. Aber gut, erklär mir, welche Beschwerden die Passagiere hat. Wie sie schläft? Oh, natürlich. Sie ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Stell dir mal vor, wie kalt ihr sein muss. Mal ganz abgesehen von ihrer trockenen, schuppigen Haut. Nein, nein, sie braucht ein System, das die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit regelt. Zum Glück ist das Gebäude so.
hoffe nicht, dass es genügend Risse für Kabel und Elektronik gibt. Also hier ein paar Pläne für Top-Qualität. Die Fähigkeit, denn wie könntest du einen Schulden bezahlen, wenn ein Schiff auseinanderfällt? Klimaanlage. Ey, spiel du mir nicht sowas an. Das ist jetzt schon der zweite Investor, auf das abbauen will. Kupferbarren und Eisenbahn, das kriegen wir hin. Davon sollten wir noch nicht haben. Zu genügend. Kupfer und Eisen, was? Glas haben wir zum Glück. Schwerer zu erhitzen als Aluminium. Es geht schon ein bisschen schneller. Das Eisen. Klimaanlage wäre jetzt auch unten echt was Tolles. Was für hast du? Voll aufgewertet, sag mal. Ah ja, ich wusste, da fehlt noch was Drittes. Ustena, ich glaube, ich habe etwas verschlafen. Wie lange habe ich denn geschlafen? Was? So lange? Winterschlaf, meinst du? Nun, das war vermutlich unumgänglich. Ich habe wohl ignoriert, was mein Körper mir mitteilen wollte. Eine meiner schlechten Angewohnheiten. Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst, Stella. Kälter, traumloser Schlaf. Klingt doch mal nicht schön. Ich habe momentan in den letzten Tagen einen heißen, schlaflosen Traum. So sieht das aus. Ja, wo wir die Schmiede herkriegen, weiß ich auch noch nicht. Da kommen wir auch noch nicht lang. Obstbury, Weizensamen. Ja, müssen wir. Wir werden hier gleich an der. Wenn wir sehr bald an der. Zweite Serienbrücke kommen. Dann können wir aufrüsten.
Wollstoffeisenbahn mit nochmal. Schmiede können wir aber erst dann später noch. Eisenbahn Wollstoff und hier brauchen wir Eichenbrett Wollstoff.